In der heutigen Folge auf der Alteiche werde ich mich ein wenig um die Weizenernte kümmern, werde einen Mähdrescher umsetzen und oh holy, das war sehr, sehr eng, Millimeterarbeit teilweise. Und ich habe den Curseplate drauf angesetzt, da bin ich auch ein relatives Greenhorn, ein relativer Noob, was das angeht. Aber ja, seht einfach selbst. Viel Spaß bei der dritten Folge hier auf der Alteiche. Ja, dann... Das Setup können wir einschalten. Zurückfahren. Schneidwerk verladen. Nächster Acker. Und da lassen wir ihn selber nochmal arbeiten. Bist du da eher so der Gelegenheitsspieler oder ist das so dein Spiel? Okay, Max, hau rein. Oh, 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 oh. Das ist ja natürlich meine Güte. Dann sollte das passen. So, Carsten, grüß dir. Herzlich willkommen. Nächstes Feld ist die 1, da fahren wir runter. Hier ist Schwimmbad. Zum Schwimmbad. Rundumleuchte an. Konsole wäre schon geil, aber dafür spiele ich dann noch zu wenig, obwohl es eigentlich so ein gutes Spiel im Laufe der letzten Jahre geworden ist. Definitiv. Also Teil für Teil für Teil hat sich das immer weiterentwickelt. Als Kind immer beim Nachbarn auf dem Acker mitgefahren und dann am Abend LS am PC. War cool. Ja. So geil. Ja, das kenne ich hier von Moosagrar. Da haben wir das auch schon gesehen. Aber boah, guck mal, wie schön hier. Guck mal, wie geil das ist. Die Straßen, ey, Kalle. Kalle, die Straßen. Als Kind wollte ich immer Landwirt werden. Jetzt mache ich Kinderpfleger. Aber mal schauen, irgendwann vielleicht doch nochmal der Umschwung. Wichtiger Beruf. Beides. Beides sehr wichtig. Oh, warte mal, jetzt müssen wir hier natürlich auch erstmal gucken. Warte. Können wir vielleicht noch ein schönes Bild machen, wenn wir schon einmal hier stehen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das hier organisiert bekommen. Husky, moin. Das ist die nächste Fläche. Hier können wir aber nicht drauf fahren. Ich könnte maximal hier lang, schwenk hier rum und hier abkoppeln. Das können wir versuchen. So, probieren wir es mal, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall auch eine krass entschleunigende Karte. Klassisch für Kalle, ne? Kalle baut immer so eine chilligen Maps. Kannst du mal die Hektargröße von den Feldern zeigen? Ja, kann ich machen. Sekunde bitte. Lass mich erstmal kurz hier probieren. Und zwar... Alles sagte jetzt. Hier rein. Möglichst eng schwenk. Hier rum. Wir sind mit dem Deutz nicht ganz so krass wendig. Oh,
Soll da aber... Ah, nein! Der schiebt! So. Okay. Dann machen wir es eben ein bisschen anders. Dann drücken wir den eben gerade zurück. Ich muss mich kurz konzentrieren. Zum Glück haben wir hier so eine Koppelkamera. Müssen wir ein kleines Wendemanöver machen. Boah, die Straßentextur ist so geil. Das ist wirklich... Der Weg ist schön. Das ist ein schöner Weg. Gefällt mir sehr gut. Okay, aber wir können das hier hinstellen. Und hier wieder... Ja, vielleicht ist es auch so gedacht. Ist ja wie eine Art Wendeschleife hier. Oh ey, das ist aber hier ein ganz schönes Geier. Hätte ich das gewusst... Hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Trecker vor. Boah, das war eine schwere Geburt. Ich schwitze jetzt auch richtig. Muss gleich Fenster aufmachen. Ja, 6 Meter ist hier dann halt schon kompliziert. Jetzt müssen wir auch ein bisschen in den Bestand rein. Es nützt nichts. Was willst du machen? Der wendigste ist er auch nicht, du. Ja, also hätte ich jetzt gemerkt, dass er irgendeine Veränderung hat, dann hätte ich das jetzt hier definitiv auch heute nicht so gemacht oder gestern oder generell. Ne, weil das Tierwohl, ne? Wäre, dass unsere Katze auch noch eine Weile erhalten bleibt. Der ist jetzt... was ist denn der jetzt? 10, 11? Denk mal, bei guter Wartung hat er noch ein bisschen. Nein, die Map ist noch nicht raus. Work in progress. So, wir lassen den jetzt aber so rum losfahren. Nee, lassen wir nicht. Lassen wir nicht. Der ist zu schnell voll und dann komme ich nicht ran. Also Rohr raus aus dem Bestand, wie immer. Dann müssen wir hier mal noch ein, zwei Einstellungen tätigen. Wo konnte ich denn jetzt die Geschwindigkeit einstellen? Oh. Zu hoher Druck im Triebsatz, korrekt. Wir müssen in den Fahrbereich 1 gehen. Feldarbeit. Tausche aber den Topliner gegen den Dominator-Pack. Würde ich machen, wenn es ein Let's Play wäre, Tammo. Aber das ist halt nur ein angespielt, was nur ein paar Folgen geht. Ich habe vorhin schon gesagt, also ich würde den definitiv in dem Let's Play austauschen. Kursgenerator. Dreimal Vorgewende. Beginnen Vorgewende scharf. Reihen, Probet, Kreis, Inselumfahrung. Kurs generieren. So. Wo kann ich jetzt Geschwindigkeiten einstellen? Erstmal befinden wir uns auf dem Acker 1. Das bedeutet, ich möchte im Drusch den Kurs speichern unter F01, auch wenn ich es eigentlich jetzt nicht machen müsste, weil... Aber so würde ich es machen, ne? Meine Kurse speichern... Aber ich sehe jetzt nirgendwo, dass man irgendwie eine Geschwindigkeit einstellen könnte. Gerät absenken spät, Gerät einem früh, wenn auf dem Feld aktivieren. Alles gut. Das sieht auch ein bisschen flotter aus. Guten Abend, ich freue mich auf die Alteiche. Ja, Lip, kannst du auch. Ist eine wunderschöne Karte. Und Performance ist ja auch tippitoppi. Okay, diesmal ist er bedeutend flotter.
Na, bin ich aber mal gespannt, ob der hier rumkommt. Normal sollte er sich jetzt eine Insel schneiden oder ja, die Ecke ausschneiden. Das macht er auch, wenn gleich mehr schlecht als recht, aber alles gut, solange es funktioniert. Dann können wir ihm auf dem Weg oben, könnten wir dann eigentlich den gleich mal abtanken. Die Map ist eingereicht im Modder. Die kommt für alle. Für PC, für Konsole, für Mac. Privat nicht. Ich würde keine Maps spielen, die privat sind und niemals kommen. Das ist zwar super für den Exclusive Content, aber letzten Endes vergraust du dann deine Mitspieler. Das macht halt keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Kann jeder machen, wie er will. Aber Alteiche, Ellerbach, also die Geschichten, das sind ja zum Beispiel alles Karten, die eingereicht sind. Und da kann man meiner Meinung nach schon durchaus mal einen kleinen Einblick geben. Yo, da ist schon ein bisschen was drin. So, wir holen uns mal wieder was ab, weil ich denke, dass wir dann abfahren können. Ich fahre mal dann eine andere Route. Findest du auf Instagram Bilder, du findest bei Kazuo auf dem Discord-Surfer. Stopp, Bruder. Stopp. Was machst du? Was machst du denn? Warum hältst du deine Bahn nicht? Ja, auf dem Discord-Server findest du auf jeden Fall auch Bilder. Gut, ich würde sagen, wir lassen das. Ja, ne. Moinsen. Ich will mal hier oben rausfahren, da fahren wir mal eine kleine andere Strecke. Wieso kann ich deinem Server nicht joinen? Den Discord-Server? Warst du da schon mal drauf? Bist du da vielleicht gebannt? Hast du keine F2A aktiv? 2FA meine ich, die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Was mache ich da? Ne, frag eher, was der Cursplay da gemacht hat. Ich habe das jetzt häufiger gehabt, dass Leute mal gebannt waren, sich einen neuen Account gemacht haben. Aber ja, trotzdem nicht drauf können. Ich kann die halt dann auch nicht entbannen, wenn die ihren Kanal gelöscht haben. Dann muss er das Problem. Map steht im Titel. So, können wir da hinten rumfahren? Komm, lass mal da hinten rumfahren. Grob weiß ich ja die Richtung, die wir zum Hof müssen. Ich meine, da kommen wir bestimmt auch hin. Na, wie gesagt, jetzt eine Gosse geiler gefunden. Aber pff, gut. Letzten Endes egal, weil ich glaube auch real würdest du es da hinschütten. Oder reinschippen oder sowas da in das Gebläse da. Also was soll's. Aber. Ich meine, es ist halt auch ein Silo halt, also du kannst da halt auch alles reinkippen.
Irgendwo muss ich ja meinen Bestand auch hinfahren. Ne? Also das ist definitiv drin. Anderes Silo habe ich nicht. Ich meine, ja, das ist so dieses klassische Heugebläse, ne? Dann ist das hier das Getreidesilo wahrscheinlich. Weil einen Übergang sehe ich jetzt von dem einen zum anderen nicht. Naja, da wird ein bisschen was an Ballen zusammenkommen, ne? Spiegeleinstellung kam hier vom Mod ab. Das ist vom Mod ab, der einstellbare Spiegelmod. Genau. Der einzige Traktor, den ich kenne, der eine Art Spiegeleinstellung hat, ist T7 von Shifty. Da kannst du die Arme bewegen. Und der 8R von Dins, da kannst du die so ein bisschen rausteleskopieren. Einen kritischen Schaden im Fahrzeug. Herzlichen Glückwunsch. Ausgeklappt, ja. Aber trotzdem muss er die leider runtergehen, wenn ich aussteige. Jetzt. Ja, prima, dann können wir gleich mit dem Fahrzeug in die Wartung fahren. Das ist ja fantastisch. So, dann können wir schon mal die Rundumfunse ausmachen. Hallo, da bin ich. Einmal hier bitte reparieren. Das bedeutet, wir müssen uns aber kaufen ein Reparaturkit. Quasi. Und zwar finden wir das bei Paletten. Eine Wartungspalette. Oder müssen wir das machen überhaupt? Warte mal, warte mal, warte mal. Die Dingskamera aus. Einmal eine Wartungspalette. Wir haben hier natürlich keinen Telelader. Also werde ich die mal eben per Hand hier hin buxieren. Mit der Wartungspalette haben wir jetzt die Möglichkeit, einmal eine Inspektion zu machen oder eben entsprechend Schäden zu reparieren. Einmal ins Fahrzeug rein können wir mit Steuerung J das Wartungsmenü aufrufen. So, und da haben wir das Übel. Wir haben insgesamt 3 zu reparierende Schäden. Wartung voraussichtlich abgeschlossen um 14:43 Uhr. Kostenpunkt 384. Das bedeutet, das ist es für einen Schaden. Wichtig, ab 90% Schaden muss das Getriebe vollständig getauscht werden. Wir wollen 3 Schäden reparieren, das sind 1052 Euro und es dauert bis 17:30 Uhr. Let's go. Ganz wichtig. Wir haben jetzt 12:49 Uhr. Es dauert bis 17:30 Uhr. Wenn ihr eine Reparatur begonnen habt, dann könnt ihr das Fahrzeug nicht benutzen. Es ist in der Reparatur. Also, was richtig wichtig ist, wenn ihr, so haben wir das gemacht, bevor wir in die Ernte rein sind, in die Gerstenernte rein sind, auf dem Lander, so im LOWZ-Surfer. Wir sind mit allen Maschinen in die Wartung gegangen, haben eine Inspektion durchführen lassen und haben dann Schäden repariert. Passiert ja das nämlich während der Ernte, steht so eine Maschine mal gut und gerne 24 Stunden still. Easy peasy. Bei Getriebewechsel vielleicht sogar noch länger, glaube ich. Und dann hast du einen Salat. Deshalb, das müsst ihr immer bedenken in eurem Arbeitsplan, in eurem Zeitplan. Wartet eure Maschinen ordentlich, macht immer eine Inspektion, wenn sie erforderlich ist. Sonst Chaos. So, dann laufen wir eben nach Hause. Langsam habe ich auch so ein klein bisschen Map-Kenntnis. So, haben wir hier einen. Nein, haben wir nicht. Aber ich würde sagen, wir schubsen noch ein paar Ballen. Dazu brauche ich aber mal noch den anderen Joystick. Wegen Klappe aufmachen, rauslassen, zurückfahren, hinher, rüber, nipper. Und so weiter und so fort.